Herzlich willkommen zurück zu Mario Kart Double Dash. Wir werden mal direkt weitermachen mit dem zweiten Grand Prix. Im ersten Mal, im letzten Part, haben wir auf Anhieb den zweiten Platz gefahren. Ist nicht optimal gelaufen, aber ich glaube sogar, wir haben uns gesteigert, oder? Also zu Beginn Platz 4 im ersten Rennen, dann 3, dann 2, dann 1. War das nicht so? Ich glaube schon. Ist mir hinterher eingefallen. Naja gut, vielleicht habe ich mich auch geirrt. Aber wir werden auf jeden Fall weitermachen. Wir werden jetzt weitermachen mit dem Blumencup. Auf der Pilzbrücke, Marios Piste, Daisys Dampfer und die Waluigi Arena. Wir haben, oder ich habe schon mal irgendwann den goldenen Pokal geholt. Das ist schon mal gut. Hoffentlich schaffen wir es jetzt auf Anhieb wieder, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Rennen 1 von 4, die Pilzbrücke. 3 Runden müssen wir absolvieren. Und wir haben, glaube ich, wieder Verkehr. Beziehungsweise Gegenverkehr trifft es dann wohl eher. Geht mal direkt los hier. Und wäre doch mal cool, wenn wir mal direkt mit Platz 1 beginnen würden. Ja, so schon mal nicht. Das war das falsche Item, das wir gerade eben bekommen haben. Da müssen wir aufpassen. Solche Arten von Strecken kennen wir ja auch schon. Eigentlich aus fast jedem Mario Kart. Das ist Standard. So. Ein Pilz. Ja, ist nicht so berauschend, aber auf Platz 4. Mittelfeldplatz. Kann man nicht allzu viel erwarten. So, jetzt mal ein doppeltes Item. Ja, immerhin. Jetzt müssen wir aufpassen, ja. Jetzt müssen wir aufpassen, dass Yoshi hier nicht abkratzt, wollte ich jetzt gerade schon sagen. So. Als Stern sind wir unverwundbar, das wissen wir. Und das kennen wir ja auch so. So, das ist schon mal gut. Wir sind wieder an der Spitze. Was mache ich denn? Ach, wie dumm. Das war einfach nur pure Dummheit von mir. Warum ich da jetzt gegen das Auto gefahren bin, weiß ich auch nicht. Okay, sei es drum. Das ist ein Treffer. Sehr gut. Okay, Platz 2. Ja gut. Das war schlau vom Gegner von Wario, uns da zu attackieren. Aber für uns dann doch eher blöd. Okay. Ich warte hier lieber mal ab, was da jetzt noch so kommt. Platz 2. Das ist doch mal sehr ordentlich. Das heißt, wir haben nicht allzu viel Rückstand vor Baby Bowser und Wario. Oder Bowser Junior, wie auch immer er heißt. Ich werde mir das niemals merken können. Heißt auch immer irgendwie anders. Gut. Rennen Nummer 2. Marios Piste. 3 Runden auch hier. Und das ist meistens immer. Im zweiten Cup ist immer irgendwie Marios Piste, oder? Oder irre ich mich? Ich glaube irgendwie schon. Gut. Geht mal direkt los. Und ich muss mal prüfen, ob wir hier einen Blitzstart hinlegen können. Ich weiß es nicht. So, jetzt müssen wir aufpassen. Mann. Gleich 2 Fake-Items auf einmal. Gut, aber egal. Nicht abschrecken lassen. Weiter Gas geben. Das erste Rennen hat ja gezeigt, nie aufgeben. Dann hat man immer noch eine Chance. Immer noch eine Chance, eine halbwegs ordentliche Platzierung zu... ja, hinzulegen. So. Und Gas geben. Wow, das war doof. Aber wir haben Glück gehabt, dass wir von den Piranha doch nicht erwischt wurden. Das war pures Glück. So. Spezial-Item. Spezielles Ei. Für den Gegner. Da freut er sich bestimmt. Gut. Hat aber noch ziemlich viel Vorsprung, der Gute. Wie auch immer das ist. Wieder mal Baby Bowser und Wario. Ah, das war doof. Das war nicht sehr intelligent, aber ein Dreierpilz.
Das ist dann schon besser. Gut, letzte Runde. Und ich hoffe, dass wir zumindest Platz 3 verteidigen. Aber ich will ja mal in der Gesamtwertung Platz 1 machen. Festlegen, wie auch immer. Und dafür muss ich jetzt mal den vor uns einholen. Den Baby-Dingens da. Das war wieder gut. Wir führen momentan. Die Frage ist nur, wie lange. Schaffen wir es? Wir schaffen's! Platz Nummer 1! Und das ist doch mal super. Ein klasse Ergebnis. So, wir wollen gleich mal in Ruhe gucken, was das für das Gesamttableau heißt. Ich glaube, wir sehen schon. Wir haben mit 2 Punkten Vorsprung Platz Nummer 1 inne. Vor Baby Bowser und Wario und auch vor Bowser und Baby Luigi. Cool. Ich würde mal sagen, wir können uns darüber freuen, müssen aber trotzdem auch weiter liefern. Daisy Stampfer, die nächste Runde, 3 von 4. Die Hälfte haben wir. Gut, das ist schon mal... Es gibt schon mal ein bisschen Kraft, aber reicht noch nicht aus. Die goldenen 40 Punkte werden wir hier auf jeden Fall nicht reißen, das ist schon mal klar. Sonst waren es ja immer die 60 Punkte in den vorigen Mario Parts, die wir, Mario Karts, die wir gespielt haben. Hier ist es die goldene 40, aber die werden wir nicht spielen. Das werden wir auch, glaube ich, in den letzten beiden Cups nicht schaffen. Das würde mich sonst schon schwer wundern, wenn wir das in den schwierigen Cups schaffen sollten. So, das war gut. Okay, das nächste Ei. Da haben wir wohl ein Ei gelegt. Aber diese Runde werden wir auch nicht so berauschend abschließen. Nur Platz 4. Aber gut, noch haben wir alle Möglichkeiten. Aber ich will... Wir müssen jetzt eigentlich mindestens Platz 2. Das sollte jetzt schon sein, wenn wir den Anspruch haben, Erster zu werden. Insgesamt. Das muss dann schon sein. Aber die Konkurrenz ist stark in meinen Augen. Okay, jetzt haben wir einen Stern bekommen. Ein Stern für Yoshi, das ist immer sehr gut. Und für Birdo natürlich auch, den darf ich ja gar nicht vergessen hier. Ich rede immer von Yoshi, aber Birdo gehört ja auch dazu. Mindestens genauso wie Yoshi. Gut, letzte Runde, letztes Glück. Den Spruch habe ich auch mal irgendwann erfunden. Wow, das war doof. Ich dachte, ich würde noch so eben ausweichen, aber denkste. Gut, wieder Platz 5. Irgendwie haben wir uns da jetzt eingefahren. Auf Dauer gesehen. So, irgendwie... Jetzt will ich wenigstens noch Platz 3. Wenn es mal immer so einfach wäre. Meine Platzierung sagen und dann wird es so kommen. Das wäre ja schon immer gut, aber so einfach ist es dann doch nicht. Ich glaube, ja, Platz 4. Das ist ein bisschen wenig. Das ist ein bisschen arg wenig. Ein sehr durchwachsenes Rennen und wir sehen es auch gleich. Von Platz 1 runter auf Platz 3. Allerdings, wenn wir jetzt im letzten Rennen Platz 1 holen, könnten wir das noch schaffen, insgesamt Erster zu werden. Das muss unser Anliegen sein. Jetzt in der Waluigi Arena Platz 1 zu fahren. Irgendwie. Hoffen wir mal gemeinsam, dass wir das irgendwie packen. Gut. 2, 1 und los. Das muss doch irgendwie möglich sein. Ja, von wegen. Wenn wir erstmal vom Kettenhund angefahren werden, wird es schwierig. Wie doof. Oh Mann, das ist echt doof. Ärgerlich gelaufen. Wir brauchen unbedingt jetzt ein Item.
Gerade jetzt. Waren dann nur so mittelmäßige Items dafür. Aber wir haben einen Stern abgegriffen. Wir haben hier einen Stern abgegriffen und das ist durchaus positiv. Nein! Und dann fahren wir direkt in die Bombe rein. Oh, wie ärgerlich. Aber das war auch nicht vorauszusehen, dass da jetzt gerade so ein Ding erscheint. Oh Mann, wie ärgerlich. Aber egal. Das Leben muss weitergehen. Die Kartfahrt muss weitergehen. So. Wir waren so kurz davor, den ersten Platz zu haben. Aber gut. Noch haben wir die Möglichkeit, immer noch. Auch geil, die Leinwand. Da konnten wir mal sehen, wie wir gerade eben abgedriftet sind. Wow! Ja, das war... Da war ich zu handlungslahm. Aber trotzdem, wir sind noch recht weit vorne. Das war Doppeltreffer. Doppelter Kill. So, nein! Das war... Da war ich kurz ab... Ach Mensch! Oh, wie doof! Oh, wie ärgerlich. Egal. Letzte Runde läuft. Letzte Runde läuft. Vielleicht irgendwie auf ein Wunder hoffen. Dass es irgendwie reichen könnte. Sieht ja gerade eher schlecht aus. Okay, Doppel-Item. Doppel-Item. Zwei Pilze. Das ist ja ein bisschen mau, oder? Zwei blöde Pilze kriegen wir hier. Oh Mann, ich mein Item jetzt und dann direkt in die Banane fahren. Direkt in die Banane fahren. Wie dumm. Egal. Oh, zwei blöde Panzer. Ja, das war's, leider. Wieder nur Platz 2 am Ende. Oh Mann. Sehr, sehr ärgerlich. Wir sehen's nochmal hier. Aber immerhin, wir festigen eindeutig Platz 2 mit 5 Punkte Vorsprung, aber auch 4 Punkten Rückstand jetzt vor Baby Luigi und Bowser. Oh Mann, das ist so, so ärgerlich. Aber gut. Was soll man machen? Wir sind der geborene Zweite. Na, ist auf Dauer ärgerlich, aber hätte uns auch schlimmer treffen können. Gut, dann mal wieder zur Siegerehrung schreiten. Wieder als Zweiter. Aber vielleicht schaffen wir es ja noch irgendwann, den ersten Platz zu holen. Wäre doch irgendwie wünschenswert. Zumindest möchte ich ungern, ja, die ersten drei Plätze nicht erreichen. Das wäre eher weniger schön. Die ersten drei sollten es dann doch möglichst immer sein. Auch in den übrigen beiden, Cups, die wir noch fahren müssen. Ob das so klappen wird, ja, wir werden es doch sehen. Erstmal die nächste Silbertrophäe mit insgesamt 30 Punkten. Das ist doch mal okay. Und die 837500, ist das die Gesamtzeit, die wir auf den Strecken gefahren sind? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Ich muss es aber mal irgendwann geschafft haben und irgendwie, auf allen vier Cups den Goldpokal zu holen. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Weil, wie gesagt, insgesamt war ich hier meist nicht so erfolgreich. Auch im Vergleich mit Freunden, da war ich immer, fast immer das Schlusslicht. Muss ich auch so sagen, wie es ist. Aber gut, liebe Freunde, beim nächsten Mal geht's dann weiter. Zwei Cups stehen noch aus. Die schwierigen Cups, sie kommen noch. Also, meine Lieben, bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Und bis dahin! Macht es gut!